Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker, Yeliz KOC schließt Freundschaft mit Jimmy Blue Ochsenknecht aus. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker, 21. Februar 2022. Yeliz KOC spricht Klartext zu Jimmy Blue Ochsenknecht. Yeliz KOC, 28, und Jimmy Blue Ochsenknecht, 30, haben sich nach ihrer Trennung im vergangenen Jahr für ihre gemeinsame Tochter Snow wieder zusammengerauft. Zusammen ziehen sie das kleine Mädchen groß. Sogar nach Thailand begleitete der Moderator und Schauspieler seine Ex, um sich um Snow zu kümmern, während Yeliz für Kampf der Reality Stars vor der Kamera stand. Ein Liebes-Comeback wird es trotzdem wohl erst einmal nicht geben, und auch eine Freundschaft schließt die Influencerin derzeit offenbar noch aus. Aktuell sind wir Eltern einer wunderschönen Tochter. VLLT sind wir irgendwann Freunde, aber dazu brauche ich Vertrauen und muss wissen, dass wenn es hart auf hart kommt, er zu 100% zu uns steht. Sick, erklärt sie in einer Fragerunde auf Instagram und fügt hinzu, also werden wir wahrscheinlich nie Freunde, deutliche Worte der 28-Jährigen, die ihre Fans jedoch nicht ganz zufriedenstellen. Jimmy sei doch mit in Thailand gewesen, um sie zu unterstützen, und auch das. Weihnachtsfest verbrachten die beiden zusammen, merkt ein User an. Ja, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Darauf war es auch nicht bezogen, eher darauf, dass wir egal was ist, zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Wie ZB das Thema mit Sky, welches übrigens geklärt ist, sick, spielt sie auf den jüngsten Streit mit ihrem Ex-Partner an, bei dem es um die Thematisierung der Trennung in der Sendung Diese Ochsenknechts ging. Und dass ich Weihnachten da war, war nicht für mich, sondern für unsere Tochter. Seine Familie ist auch ihre Familie und das wird immer so bleiben, sick, stellt Yeliz klar, Promi-News der vergangenen Wochen, sie haben News verpasst? Jetzt die Promi-News der letzten Woche nachlesen.